Warte mal, da sind wir. Da ist doch ein Gegner. Wo? Vor mir. Hab ihn. Ich sag mal so, wir haben es schon mal schlechter gemacht als das gerade. Ich verhöre ihn mal. Fraktionsansatz, das richtige Werkzeug. Ich hab dir mal eine Hauptmission an. Ich werde nur ein einziges Mal fragen. Wo ist Walker? Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Bitte lass mich leben. Nö. Sag mir, was du weißt. Lass mich gehen, ich hab dir alles gesagt. Eben nicht. Du hast auch, glaube ich, gerade eine neue Mission freigeschaltet. Ja, eine Hauptmission und eine Nebenmission. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich habe einen Typen verhört, ja. Den ich eben wieder geschossen. Der letzte Feind, der war noch... Der wollte lieber noch ein bisschen quatschen. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich hier noch was finde. Hier, wo noch die Kiste angezeigt wird. Ist die denn die Kiste? Ist sie hier? Die ist über uns, hä? Ja, natürlich. Jetzt ist die Mission auf der Insel weg. Komisch. So, warte mal. Da ist... Nee, warte mal. Die Kiste. Hä? Aber die können wir noch nicht machen. Welche? Die du freigeschalten hast. Die Bruder gegen Bruder, die können wir noch nicht machen. Zu hoch vom Level her, oder was? Ja, 100 plus steht da. Okay. Also über 100. Ja, dann sollten wir das erstmal lassen. Das wird nämlich zu... Wenn wir übrigens jetzt verderben können. Warte mal, ich gucke gerade, dass ich hier kurz das Grüne da hole. Rauskomme. Hier. Ja, stimmt. Diesmal waren wir ein bisschen taktisch besser dran. Wie gesagt, hätte ich das scheiß Geschütz nicht noch gehabt. Hab da mal eine andere Mission noch markiert. Ja, ich habe schon gesehen. So, Waffe. Jawohl. So. Gut. So ein Feuerwerk heißt sie. Bist du überhaupt? Ach nein. Oh, sorry. Warte mal. Ja dann, auf ein neues. Zur Mission Feuerwerk. Wie gesagt, das war taktisch schon ein bisschen abgesprochen und besser. Wie gesagt, wenn das scheiß Geschütz nicht gewesen wäre, wäre ich sogar ohne Verlust dadurch. Ich wollte dir helfen in dem Moment. Ja, da habe ich noch ein oder zwei Gegner bei dir waren. Da habe ich das Geschütz aus dem Rücken geholt. Wieder einige
kleine Dörfer oder so scheinbar wieder unterwegs. Friedhof der Ureinwohner, das ist, glaube ich, selten eine gute Idee, oder? Das ist 80 plus. Alter, mach Abflug. Stand aber gar nichts da jetzt bei der Mission. Ja, wo wir gerade rein sind, gefahren sind wir 80. Ist das richtig so? Warte mal. Also doch lieber nicht. Warte mal gerade kurz. Oder hat das irgendwas mit was anderes, hat das irgendwas anderes zu tun? Ich weiß es nicht. Er sagte 03, es ist der Hauptmission. Oh. Keine Ahnung, warte mal. Hier steht nichts. Versuchen wir wieder runter zu gehen, vielleicht schaffen wir es trotzdem. Das war einfach nur, oder vielleicht ein bisschen außerhalb standen. So, 80 muss ja nicht unbedingt das Level sein. Wir sind auf jeden Fall jede Menge Gegner. Ja, ja, das sind Ureinwohner wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich nicht nur irgendwelche Soldaten. Ja, drum war das ganze Ding mal aus. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Das ist eine Drohne. Da sind Fahrzeuge unterwegs. Das ist Level, echt Level 80? Ich glaube, ich ja weniger, oder? Hier steht wieder Gefahrenzone 60, oder war es 60? Ich konnte es nicht erkennen. Ja, 80, 80, 60, ja. Aber es könnte nicht die Level sein, ja. Lass sie. Also Fakt ist, dass was Gegner sind, sind Fahrzeuge. Also hier sind Gegner, die sind 25. Und wenn sie jetzt 25 ist, so hoch. Ich glaube, das Gebiet ist allgemein zu hoch für uns. Wir sind ja, ich bin jetzt gerade mal 12, ist 12 nicht richtig, oder? Ich verstehe auch gar nicht, warum bei dir 22 und bei mir immer noch 4. Ich habe da auch Fertigkeitspunkte ausgegeben. Ich habe als einen dazu bekommen. Also willst du wieder abhauen, oder was? Ja, warte mal. Ach, da hinten sind Feinde. Ich glaube, die haben deine Drohne bemerkt. Nee, die haben mich bemerkt. Ich stand natürlich voll offen. Weil ich einen von denen schon mit dem Headshot getötet habe. Ach, du bist das. Ich dachte, das ist deine Drohne. Hm. Hey, da ist noch einer. Nicht mehr. Schön. Den dritten von denen habe ich. Neue Handschuhe? Skihandschuhe? Na, wir können es natürlich versuchen. Was ist das? Das vielleicht. Actual, hier ist Nomad. Ich bin bereit, Harpy auszuschalten. Verstanden? Roger, Nomad. Ich bin hier.
Sentinel-Ship mit Störsendern erobert, die die Drohnen schwächen sollten. Die sind alle unten am Strand. Treffen Sie sie. Wir werden Ihnen helfen. Roger. Nomad out. Wir haben, glaube ich, schon wieder... zum Strand. Ja? Wir sollen zum Strand. Ja. Ach, da oben. Guck, auf der Karte. Vier Störsender finden. Ja. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, einmal wieder einen der nächsten Bosse. Na dann, machen wir doch mal. Ja, ja, klar. Einfach, sie sind Feinde. Tot. Ich glaube aber, dass der zweite gerade ein bisschen auf mich ging, weil ich glaube, ich war ein Tick schneller eher dran, aber ist egal. Wieder Feinde. Meine Fresse, ey. Der eine kippt sofort um und der andere frisst die Schüsse, als wenn es nichts wäre. Ja gut, je nachdem, wie du sie setzt, ne? Auf jeden Fall Hosen. Sentinel hat schnell reagiert. Die Outcasts kriegen Probleme. Mann. Guck wieder raus, komm. Jetzt fällt er. Wir werden angegriffen. Ja, warte mal. Wäre der sich auf dich konzentriert? Ach Mann. Okay, du hast ihn schon. Gut. Schur. Ein EMP-Störsender von Skelltech, modifiziert von Sentinel, um Drohnen zu stören. Sehr einen Störsender haben wir schon mal. Ich sollte zusehen, dass ich genug davon kriege, ja, damit sie volle sehr gut. Zeigen. Da vorne sind wahrscheinlich die Nächsten. Alter. Tot. Ja, ich habe den einen noch von denen angehittet. Den stärkeren. Das sind wieder Feinde irgendwo. Oh, sind das die? Ne, sind nicht die, ne? Das sind, glaube ich, keine Feinde da vor uns. Aber da muss irgendwo noch einer sein. Da wird es auch irgendwo rot angezeigt. Ja, da oben. Ich sehe. Kümmere mich drum. Der rennt irgendwo da rechts lang. Ich weiß. Jetzt rennt er nicht mehr. Passt. Na, ich habe doch gerade gedrückt jetzt.
Der rennt noch schnell irgendwo hin. Sie haben mir den Arsch gerettet. Nehmen Sie sich Harvey vor? Das ist der Plan. Wenn Sie die Basis angreifen, bin ich dabei. Und der Rest meines Teams auch, wenn Sie sie rausholen können. So, wie viel Stahlsender brauchen wir noch? Gar keinen mehr, ne? Oder haben wir alle? Doch, aber das ist ein Störsender und jetzt fehlt noch dieser Gefangenen hier. Der war gerade hier gefesselt. Hier direkt vor uns ist noch was. Ja. Ja, das heißt direkt vor uns, 200 Meter weg. Oh, es ist auch ein bisschen was Rotes irgendwo. Also es könnte wieder Feinde unterwegs sein. Es werden mit Sicherheit Feinde da sein. Jetzt geht er mal kaputt, mein Gott. Also hier ist keiner mehr drin. Ich habe hier auch gerade alles leer. Hey, warte mal. Jetzt nicht mehr. So. Den zweiten gefunden. Ich bin dabei. Ich bin Gefangenen dabei. Jo. So. Gut. Da war noch ein Gegner. Alles gut. Habe ich weggemacht. Ich habe hier, wie gesagt, auch. Gerade. Hier noch mal gerade kurz eben. Genau, wir brauchen jetzt noch zwei Störsender und einen Outcast. Scheiße, ey. Auf der Insel da drüben ist ein Juggernaut. Okay. Ja, schön. Geht doch. Der ist genau vor meiner Linse. Geht doch. Der ist genau vor meiner Linse gefallen. Ich habe ein paar Schüsse gebraucht, um seinen Kopf zu treffen. Die kannst du ja nur am Kopf töten. Scheiße. Weil die Panzerung zu stark ist. Aber mit Wärmesicht geht das ganz gut, die zu sehen hier in der Dunkelheit. Da sind aber noch mehr wahrscheinlich Feinde. Feindpräsenz. Ja. Es sind auch definitiv noch welche. Ah, ich sehe es ja. Ah, Hilfe! Alter!
Alter, der rastet ja vollkommen aus hier. Ja, ich hab's gemerkt. So, der ist tot hier. Ja, ich hab hier aber noch einen LMG, Hansel. Also mit dem starken MG. Der hat mich schön gesehen gerade. Dürfte weg sein. Dann komme ich hier zurück. Ja, rechts auf dem kleinen Inselding war das. Da war noch einer. Mindestens. Den habe ich zu spät gesehen. Aber ja, mich. So, dritten Störsender. Ja. Das ist wieder irgendwas mit fallenden. So, letztes da in die Richtung, da ist noch ein Gefangener. Ich weiß nicht, nein. Ach, fick dich doch. Hinterm Baum versteckst du dich, du Sack. Jetzt ist er tot. Kommst du? Ich hätte nur zwei Feinde. Aber ja. Irgendwas macht hier sehr, sehr komische Geräusche. Bei mir nicht. Naja. Ich glaube, das war doch irgendwas von dem Juggernaut, dass der noch irgendwas hatte. Dass da wohl noch ein Motor lief. Mit einer Waffe oder was auch immer. Nicht, dass hier auch noch ein Predator rumrennt. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wie viele Versuche für das Viech gebraucht haben. Zu viele. 7, 8, irgendwie sowas. Da waren wir aber noch zu viert, ne? Kann das sein? Natürlich, da war noch Yvonne dabei, da war noch Sabrina mit dabei, ja, ja. Ja, ja. Da waren wir noch in voller Trupp. Ja. Schön. Eins, zwei, zwei Gegner auf jeden Fall. Da sind noch mehr. 3, 4. Ich bin gerade erst unterwegs zu dir. Ich bin noch nicht ganz da. Du bist den linken Punkt angegangen, ne? Nicht, wo die drei Gegner sind, sondern den anderen davon. Jetzt bin ich da. Jetzt kann ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, was da so los ist. Ja, machbar. Ich krieg mal hin. Rechts du tot? Ah, schade, glaube ich, ich kann's nicht. Hinter den Container sind noch mehr Feinde. Oh. Ja. Das Zeug ist mir gerade herzlich egal. Nee, Hubschrauber ist es. Heli, Heli. Ja. Der leckt aber extrem. Der ist kaum zu treffen, der Heli. Geronimo! Komm schon raus da! Ja, ich sehe ihn. Der steht da hinter dem direkt hinterm Container. Und hinter dem Stein sitzt noch einer. Den hinterm Container habe ich. Ja, hinterm Stein sitzt noch einer.
Hab ihn. Da kommt eine Drohne. Nicht mehr. Hinter die sind noch mehr. Boah! Ja, da sind noch 3, 4 Drohnen und ein Gegner. Boah, Alter. Das war, die haben uns gerade mal komplett überrascht, die Drohnen. Da war auf einmal eine ganze Drohnenarmee hinter dir. Ja, ja, 4, 5 Stück waren das. Eine konnte ich mir holen. Ich war so auf den Gegner fixiert, dass ich die Drohne überhaupt gar nicht mitgeschnitten habe. Naja, passiert. Dann machen wir es halt nochmal. Jetzt immer ein bisschen. Ja gut, dann haben wir jetzt den Checkpoint gesetzt. Da oben sind sie noch. Ja, das sind die paar Jungs, wo wir gerade dran waren. Nein, die Drohnen, die sind immer noch da oben. Ja, wir haben ja nichts weggeschossen von denen. Ja, dann kam der Scheiß Heli noch mit dazu und dann bist du sowieso komplett aufgedeckt. Aber ich glaube, dass die Drohnen nichts unbedingt was mit den Gegnern, mit der Mission zu tun hat. Das könnten die nämlich verlieren, die noch random Gegner sind. Vor allem, du bist immer noch da hinten. Ich bin hier 3 Kilometer weiter weg gespawnt. Das sind 5 Drohnen insgesamt. Wieder aktiv die Drohnen, die 5 Stück hier. Ich habe gerade noch mal 2 Gegner geholt. Insgesamt habe ich 5 Gegner weggeschossen, aber die Drohnen gehen mir gerade Augen. Ja, ja. Ja. Das Problem, wenn die Drohnen nerven, die müssen, glaube ich, als erstes mehr oder weniger weg. Dann der Rest ist eigentlich machbar.